Es war einmal ein glücklicher König, der über ein wunderschönes Königreich herrschte. Inmitten seiner Ländereien befand sich eine geheime Silbermine, die ihn so scheißereich machte, dass er all seine Freunde beschenkte. Eines Tages besuchten ihn edle Ritter. Der König war sehr betrübt über das Leid der Hilfesuchenden. Schließlich erheiterte er die Ritter mit den schönsten Märchen und wurde für seine Güte in eine prächtige Burg gebracht. Raubkopierer werden mit bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug bestraft. Und wenn er nicht gestorben ist, sitzt er da noch heute.